Im Sommer 1977 fährt ein junger Fotograf aus Gießen ins Grenzgebiet zur DDR. Er hat einen außergewöhnlichen Auftrag. Eine große westdeutsche Illustrierte wünscht sich Fotos eines geheimen Geschäfts, in das beide deutsche Staaten schon seit Jahren involviert sind. Karl-Heinz Brunk hat einige Zeit überlegt, ob er ablehnt. Schließlich wohnen seine Eltern im Osten. Und er weiß, dass solche Fotos von der DDR-Staatsführung nicht besonders gerne gesehen sind. Doch dann siegt die Neugier. Als einer der ersten dokumentiert er mit seinen Fotos das brisante Geschäft. Eine Art Menschenhandel, Osthäftlinge gegen Westmark. Der Mann im Hintergrund, DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Ein Mittler zwischen den Welten mit besten Verbindungen, Kenntnissen im Agentenaustausch und Häftlingsfreikauf. Für viele ist er ein Beschützer der Rechtlosen, für andere ein Advokat des Teufels. Wie aber ist er zu diesem Anwalt geworden, der für Ost und West unentbehrlich wird? Anwalt Wolfgang Vogel ist gerade mit Frau und zwei Kindern aus Leipzig in einen Berliner Vorort gezogen. Anfang 1953 hat er eine Stelle im Justizministerium bekommen. Ein Aufstieg. Trotzdem fühlt sich vor allem Eva Vogel zunehmend unwohl. Was ist? Wir hatten ein hübsches Einfamilienhaus am Stadtrand von Berlin und eigentlich konnte alles gut sein. Auf einmal merkte ich als Kind, als sechsjähriges Kind, dass mit meinen Eltern etwas nicht stimme. Was ist denn, Eva? Das ist. War heute im Briefkasten. Oh. Holla. Oh, er ist von Rudolf. Rudolf Reinhardt. Er will mich treffen. Rudolf Reinhardt ist Vogels ehemaliger Chef und Förderer im Justizministerium. In der DDR unter Druck geraten, setzt er sich im Oktober 1953 in den Westen ab. Dass Reinhardt ein Treffen vorschlägt, beunruhigt das Ehepaar, zumal der Zeitpunkt bereits verstrichen ist. Wurde der Brief von der Stasi abgefangen? Was passiert, wenn die unterstellen, Wolfgang Vogel habe von der Flucht gewusst und sie nicht gemeldet? Du musst ihn morgen früh gleich im Ministerium abgeben. Versprich es mir. Also gut. Die Vogels wissen, dass auch sie seit einiger Zeit beobachtet werden. Ich merkte nur, wie meine Mutter gelegentlich am Abend zu meinem Vater sagte, guck mal, da stehen schon wieder die Männer draußen. Und ja, als Kind, welche Männer meinst du denn? Na, die Ledermäntel da draußen. Die Stasi ist bereits kurz nach seinem zweiten Staatsexamen auf Wolfgang Vogel aufmerksam geworden. Vorsorglich hat man eine Akte über den engagierten Anwalt angelegt und hofft, ihn als inoffiziellen Mitarbeiter zu werben. Wolfgang Vogel geht zum Ministerium für Staatssicherheit. Er will den Brief von Reinhardt abgeben. Da nahm dann das Schicksal seinen Lauf. Er wurde mit der Staatssicherheit bekannt gemacht. Und die ließ ihn dann nicht mehr los. Wolfgang Vogel fürchtet um seine berufliche Zukunft und will sich nichts verbauen. Seine Freunde. Welche Kontakte hat er in West-Berlin? Keine Ahnung. Herr Vogel. Ich weiß es nicht. Aber Sie waren doch befreundet. Befreundet kann man nicht sagen. So gut verstanden haben wir uns nicht. Es wäre besser für Sie, Sie arbeiten mit uns zusammen. Wenn nicht, wird es Konsequenzen für Sie haben. Ist Ihnen das klar? Ja, ja. Ich weiß. Am 11. November wird die Verpflichtungserklärung aufgesetzt.
Vogel wird zum geheimen Informanten, Deckname Eva. Er ist jetzt einer von 20.000 Zuträgern der Stasi. Heute liegen seine Akten bei der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Sie sind lückenhaft. Hinweise auf Denunziationen hat Norbert Pötzl in ihnen nicht gefunden. Der Journalist und Vogelbiograf hat den Anwalt persönlich kennengelernt. Er weiß, was gerade ihn für die Stasi interessant machte. Wolfgang Vogel war einer der letzten, der noch die klassische Ausbildung mit 2 Staatsexamen hatte. 3 Monate nachdem er es abgelegt hatte, im September 1952, ist das in der DDR abgeschafft worden. Und er war eben einer der letzten, der eben auch noch mit dieser Ausbildung dann im Westen auftreten konnte. So kann Vogel auch Westbürger vertreten, die in der DDR angeklagt werden. Im Auftrag von Verwandten und Firmenchefs versucht er, sie freizubekommen. Nicht nur vor Gericht, sondern vor allem in geheimen Verhandlungen mit der Stasi. Ich habe diesen und jenen Fall. Ich verteidige jetzt eine Frau sowieso in Potsdam. Der wird das und das vorgeworfen. Und ich kriege das Angebot, gegen 50.000 Mark würde man dafür bezahlen, dann könnte man die freilassen. Da musste er mit der Stasi eben darüber verhandeln. Und das musste er auch berichten. Und darüber gibt es auch handschriftliche Berichte von ihm. Doch was will die Stasi von Wolfgang Vogel? Als Informant soll er in die Westjustiz eingebaut werden und auch Informationen über seine Anwaltskollegen liefern. 1955 bekommt er den neuen Decknamen Georg und ist ab jetzt allein dem Stasi-Oberst Heinz Volpert zur Mitteilung verpflichtet. Seine Akte erhält einen Sperrvermerk. Anfang November 1957 rückt ein neuer Mann an die Spitze der Staatssicherheit, Erich Mielke. Er baut die Stasi weiter aus und geht hart gegen Systemkritiker vor. So gerät auch Peter Herrmann aus Eisenberg in Thüringen ins Visier der Stasi. Als Schüler und Student hatte er sich ab 1953 im Eisenberger Kreis, einer oppositionellen Jugendgruppe, engagiert. Wir waren uns einig, dass man etwas gegen das Erstarken des Systems tun sollte. Denn man hatte uns ja eingehämmert, nicht, dass die Generation unserer Eltern es versäumt hatte, gegen die Nazis etwas zu tun. Peter Herrmann ist einer der Anführer. Die jungen Leute sind überzeugt, dass das DDR mit dem Naziregime durchaus zu vergleichen ist. Sie wollen aufrütteln, vor allem mit gewaltfreiem Protest. Der Stasi bleibt das nicht verborgen. 1958 werden sie verhaftet. Wir waren Studenten, wir hatten ein Stipendium. Wir waren in die DDR hineingewachsen und plötzlich wurden wir Staatsfeinde. Und der Rechtsanwalt sagte, den wir dann 14 Tage vor dem Prozess ansprechen können, ich weiß nur, dass es keine Todesstrafe gibt. Peter Herrmann wird zu 14 Jahren Haft verurteilt. Es sind Fälle wie dieser, für die Wolfgang Vogel eintritt. 1957 bekommt er als einer der wenigen Ostanwälte die begehrte Westlizenz, unterstützt auch von Vertretern der Rechtsschutzstelle der Bundesregierung, die sich um politische Gefangene in der DDR kümmert. Der Westen hatte ja keine Möglichkeit, im Osten aktiv zu werden. Es waren keine Westanwälte in Ost-Berlin und der DDR zugelassen nach 1953. Das heißt, einen verlässlichen Kollegen, den man eben auch für Mandanten im Osten einsetzen konnte, daran war eben auch der Rechtsschutzstelle gelegen. Doch dann passiert etwas, was das Leben der Deutschen auf beiden Seiten auf unbestimmte Zeit verändern wird. Die Fronten zwischen Ost und West verhärten sich. Viele fliehen im letzten Moment oder suchen Hilfe bei Fluchthelfern auch aus dem Westen. Gefängnisse füllen sich mit Fluchtwilligen. Auch für Vermittler wird die Situation zunehmend schwieriger. Da war ihm, ich weiß nicht für wie lange, ein halbes Jahr oder so, war ihm die Tätigkeit, die Berufsausübung in West-Berlin untersagt worden. Darunter litt er auch.
Und wir wussten nicht, wie lange dieser Zustand anhalten würde. Es war ja natürlich auch ein Einschnitt in die materielle Lebensgrundlage, wenn auf einmal die Westeinnahmen wegbrachen. Mittlerweile sind die Vogels aus dem Vorort in die Innenstadt von Berlin in eine privilegierte Wohngegend gezogen. Tag, Herr Leipold. Eva Vogels Ängste werden größer. Sie spürt, dass die Stasi ihre Augen und Ohren überall hat. Eva. Ich halte es nicht mehr aus. Die beobachten uns. Tatsächlich hatte ein Nachbar der Stasi berichtet, er habe große Umräumungen in Vogels Wohnung gehört. Will die Familie die Republik verlassen? Jetzt verlieren nicht die Nerven. Wie denn? Was glaubst du, werden sie mit dir machen? Ich habe wirklich Angst. Lass uns weggehen. Mit den Kindern. Doch Wolfgang Vogel will nicht. Er hat ganz andere Pläne für seine Zukunft. Kurz darauf lädt Stasi-Major Volpert den Anwalt vor. Er soll versprechen, mit der Ehefrau vernünftig zu reden. Erleichtert notiert Volpert, dass Vogel sich kooperativ verhält. Mein Vater arbeitete an seiner Karriere. Er äußerte mehrmals den Wunsch, dass er etwas aus sich machen wolle. Aufstreben, prosperieren, sich einen Namen schaffen, bekannt werden, im Dienste der Menschheit. Auch will er seine Mandanten nicht im Stich lassen. Dazu gehört Oberst Rudolf Iwanowitsch Abel. Der russische Superspion war 1957 in den USA verhaftet worden. Die Sowjets überlegten nun fieberhaft, wie sie Abel freibekommen könnten. Das KGB hat den Bruderdienst, die Stasi, eben gefragt, wen könnt ihr denn dafür empfehlen? Und da Wolfgang Vogel ja nur schon einige Erfahrungen in Austauschen und Austauschversuchen und in Freikäufen individueller, einzelner Art hatte, lag es nahe, dass er also von der Stasi, dem KGB, empfohlen wurde. Und so kam er ins Spiel. Ein Amerikaner, mit dem ich mal darüber gesprochen habe, was könnte man denn machen, dass man den Abel bei euch freitauschen könnte, der hat mir gesagt, nun, ihr müsst einen snappen. Ja, und dann als Powers vom Himmel geholt wurde, hat mir derselbe gesagt, jetzt habt ihr einen gesnappt. 1960 hatte die sowjetische Abwehr den amerikanischen Piloten Francis Gary Powers während eines Spionageflugs abgeschossen. Powers wird in Moskau ein Schauprozess gemacht und Wolfgang Vogel hat seinen Austauschkandidaten. Nach zähen Verhandlungen können Abel und Powers schließlich im Februar 1962 auf der Glienicker Brücke die Seiten wechseln. Es ist die erste von 150 Agentenaustauschaktionen, bei denen Wolfgang Vogel die Strippen zieht. Sein Verhandlungsgeschick spricht sich herum. Es gibt ja den berühmten Fluch des Erfolges, aber ich will nicht sagen Fluch. Jedenfalls muss ich mich ja wohl in den Augen der Beteiligten nicht so ganz ungeschickt verhalten haben, sonst hätte man mich für den nächsten Fall nicht ausgewählt. Nicht nur Agenten hoffen auf ihre baldige Freilassung. Anfang der 60er Jahre sitzen ca. 12.000 politische Häftlinge in DDR-Gefängnissen ein. Kriminelle Verbrecher im Politjargon. Menschen wie Peter Herrmann, denen Jahrzehnte Haft drohen. Als wir dann nach Brandenburg kamen, da gab es Ältere, die saßen schon Jahre vor uns. Und da haben die immer gesagt, wir kommen alle mal zusammen raus. Und ich habe immer gedacht, naja, die wollen mich trösten. Da habe ich gesagt,
Aber so ist es ja auch dann gekommen, nicht wahr, mit Vogel. Die Gefangenen im Osten sind im Westen nicht vergessen. Privatleute, Industrielle und Kirche machen mobil. Vor allem der evangelische Präses Kurt Scharf bemüht sich um die vorzeitigen Entlassungen kirchlicher Mitarbeiter. Nach dem Mauerbau sind seine Möglichkeiten eingeschränkt. So schickt er schließlich den Westberliner Reimer von Wedel los. Der Anwalt der Kirche in Ostberlin sagte mir, gehen Sie zu Herrn Vogel. Er ist der beste Verteidiger in Ostberlin, wahrscheinlich in der ganzen DDR. Und er hat sehr gute Beziehungen zu dem Generalstaatsanwalt Streit. Und da habe ich mir erstmal einen Stuttgarter Ausweis besorgt. Also denn Berliner durften ja damals nicht nach Ostberlin fahren. Und bin dann rübergefahren. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte zu Herrn Vogel. Ich komme aus Stuttgart. Und Herr Vogel ist nicht da. Sie müssen warten. Gut. Bitte? Reimer von Wedel, ein Kollege von Ihnen aus Stuttgart. Wolfgang Vogel. Ich vertrete eine Gruppe von Industriellen, die sich für politische Gefangene einsetzt. Herr von Wedel, Ihr Besuch ist mir bereits vom Justizministerium angekündigt worden. Gut, spielen wir mit offenen Karten. Tatsächlich komme ich im Auftrag der Kirche. Gehen wir in mein Büro? Gern. Die Offenheit, nicht? Die hat mir imponiert. Dass er gleich gesagt hat, er hat mit dem Justizministerium telefoniert. Ich war ja illegal, ja. Der Ausweis war ja illegal, es war eine Umgehung der Gesetze der DDR. Und deswegen war ich vorsichtig und habe nicht gleich gesagt, wer ich war. Wir haben uns angelächelt und dann sagte er, es hat ja keinen Zweck, es ist so, packte aus. Er hatte ein Mandat von Präses Scharf damals. Einzelne politische Häftlinge freizukaufen. Im Westen ist man sehr an der Freilassung einiger Personen interessiert. Ist da was möglich? Ich denke schon. Und dann hat er gesagt, Sie müssen sich mit Stange in Verbindung setzen. Und ich habe gesagt, na, warum soll ich nicht? Ich werde ihn anrufen. Das habe ich auch noch am gleichen Abend getan. Und von da an habe ich mit Stange zusammengearbeitet. Wir sind immer gemeinsam zu Vogel gefahren. Westanwalt Jürgen Stange hatte bereits in anderen Fällen mit Vogel zu tun. Mit seinem bundesdeutschen Pass kann er in die DDR reisen. Stange wird auch Ansprechpartner für die Bundesregierung, die ab 1962 beginnt, sich im Häftlingsfreikauf zu engagieren. Ludwig Rehlinger soll das brisante Geschäft für Bonn managen. Das Ministerium hatte eine Rechtsschutzstelle hier in Berlin mit Anwälten, die sich um die Häftlinge kümmerten. Die wurde von mir also beruflich auch betreut. Daher war mir die Not dieser Menschen unglaublich bekannt. Und es hat mich elektrisiert, dass man hier diesen Leuten, nach unseren Begriffen zu Unrecht verurteilten Menschen in einer bitteren Situation helfen konnte. Über Jürgen Stange nimmt auch er Kontakt mit Vogel auf. Einen offiziellen Weg, etwas für die Gefangenen zu tun, gibt es damals nicht. Die Bundesregierung hat ja jeden amtlichen Kontakt mit der DDR gescheut. Das Regime in Pankow, wie es damals hieß, das war für sie einfach nicht existent. Das war eine illegitime Regierung, mit der redet man nicht. Die gibt es gar nicht. Also konnte man also auch nicht über praktische Fragen verhandeln. Und deswegen hat man diesen privaten Weg, wenn man so will, über einen Anwalt gewählt. 1963 teilt Rechtsanwalt Stange über Wolfgang Vogel mit, dass die Bonner Seite an einem Häftlingsfreikauf interessiert wäre. Im entsprechenden Stasi-Papier heißt es, als Mindestbetrag wurde die Summe von 100 Millionen angegeben. Kurz darauf entscheiden sich beide Seiten zu einem Testlauf mit 15 Personen. Aus diesen 15 sind dann schließlich die 8 ausgewählt worden, die dann tatsächlich als erste, und zwar zwischen Juli und Dezember 1963, freigekauft worden sind, damals noch
gegen Bargeld. Nachdem die ersten vier entlassen waren, kam Vogel und sagte so, jetzt will ich Geld sehen, das vereinbarte Geld. Und dann eine Überweisung in die Schweiz ging nicht und hier auf dem Westberliner Konto, auf welches ging auch nicht. Also es blieb nichts anderes übrig, man musste es in bar übergeben. So übergibt Rehlinger 165.000 D-Mark, etwas mehr als die Hälfte der vereinbarten Summe, an Jürgen Stange. Dieser fährt zur Friedrichstraße, wo Stasi-Offizier Heinz Volpert das Geld annimmt und den fünften Häftling übergibt. Jürgen Stange bringt ihn nach West-Berlin. Die restlichen drei werden kurz darauf freigelassen. Das war natürlich ein großer Durchbruch. Und zwar hauptsächlich in dem Punkt, man kann sich aufeinander verlassen. Und das war eben das Gute bei Vogel, wenn er sagte, ja, meine Leute sagen ja, dann konnte man davon ausgehen, das war so. Und wir waren eben auch vertragstreu. Auch Kirchenanwalt von Wedel und Jürgen Stange fahren jetzt häufiger nach Ost-Berlin. Ihr Ziel, die Kanzlei von Wolfgang Vogel, wo sie für die Westkirche über die Freilassung von Gefangenen verhandeln. Zuerst waren wir zu dritt mit Stange, Wedel und Vogel. Und der Vorwort kam später dazu. Ich wusste nicht, dass der vom MFS war oder dass er der militärischen Rang sogar hatte. Zum Schluss war er ja sogar Oberst. Vogels Verbindungsmann zur Stasi, Heinz Volpert. Die gute Nachricht zuerst. Das Zentralkomitee hat entschieden, die Gefangenen können raus. Ist doch gut. In entspannter Atmosphäre verhandeln die Herren mitten im Kalten Krieg über einzelne Häftlinge. Nicht immer mit Erfolg. Wichtig ist, wir einigen uns erstmal auf die anderen Namen. Wenn wir da übereinstimmen, wird es für mich auch einfacher zu verhandeln. Aber Frau Arnold hat mich dringend um Hilfe gebeten. Nicht alle Leute, die wir benannt haben, hat Volpert akzeptiert oder wurden von der MFS oder wer da entschied, akzeptiert. Sondern manche, da wurde auch gesagt, nee, der geht nicht. Ich wusste oft nicht, warum der eigentlich nicht geht. Und Vogel hat mir dann im Stillen mal gesagt, der hat einen Verwandten, der MFS-Angehöriger ist. Und die dürfen nicht ausreisen. Naja, da gab es auch deutsche und andere Gründe. Auch die DDR hat Wünsche. Wenn wir Ihnen entgegenkommen, müssen Sie uns entgegenkommen. Reimer, die Gefangenen haben in der DDR viel Schaden angerichtet und sind hier ausgebildet worden, haben den Staat auch Geld gekostet. Man erwartet dafür eine wirtschaftliche Gegenleistung. Cognac? Nein, danke. Cognac bekommt mir nicht so gut. Was für eine Gegenleistung wird denn erwartet? Nun, wir könnten im Moment ganz gut Kali gebrauchen. Sehr gut. Kali. So werden einige Häftlinge aus Kirchenkreisen gegen die Lieferung von Stickstoffdünger und anderen Waren, die in der DDR benötigt werden, freigelassen. Den Warentransfer in den Osten übernimmt das Diakonische Werk in Stuttgart. 1964 will dann die DDR 800 Häftlinge gegen Bezahlung aus ihren Gefängnissen entlassen. Für die Bundesregierung wälzt Ludwig Rehlinger die Akten, muss aus 12.000 Fällen auswählen. Manche sollen in der DDR bleiben, andere in die BRD ausreisen. Die Zeit habe ich noch in ganz bitterer Erinnerung, aus diesen Tausenden von Akten die Häftlinge auszusuchen, nach Schwere der Bestrafung. Gesundheitszustand, Familienverhältnissen und dergleichen. Ost und West einigen sich auf 32 Millionen für 800 Menschen. 40.000 D-Mark pro Kopf. Man zahlt mit Butter, Kaffee, Kautschuk und Südfrüchten. Im Bundeshaushalt verbucht als überplanmäßige Ausgabe. Abgerechnet wird ebenfalls über das Diakonische Werk. Bei den ersten größeren Transporten im Auftrag Bonns ist auch Peter Herrmann dabei. Also irgendwie haben wir uns eingebildet, dass es laufen jetzt Entlassungen. Aber der Punkt war, der wunde Punkt war, wohin werden wir entlassen? Alle wollten natürlich nach dem Westen entlassen werden.
Und dann hieß es, also wer, dass die Leute dorthin entlassen werden, wo sie hergekommen sind. Also der aus der DDR war, da konnte die DDR entlassen. Und es waren ja auch Westler drin, die durch Fluchthilfe und so weiter reingerutscht waren, die wurden nach dem Westen entlassen. Nicht? Und so mit dieser Spannung, da bin ich bis nach Lichtenberg gegangen, wo es ins Stasi-Gefängnis, wo wir dann also wirklich abtransportiert wurden. Berlin-Lichtenberg wird zu einer der Sammelstellen für die Freikaufkandidaten. Von hier aus sollen die Häftlinge, die in den Westen ausreisen dürfen, zur Grenze gebracht werden. Per Bus, möglichst unauffällig. Vogel und Stange übernehmen die Begleitung. Vogel ging dann in den Bus von einem zum anderen und hat sich so ein bisschen befragt. Er wollte insbesondere wohl wissen, wer ist noch drin, Informationen über die noch drin sind. Wir hatten den Eindruck, der Mann ist irgendwie auf unserer Seite, weil er sich informiert hat, weil er uns zugehört hat. Ne? Dass er auch nicht von der Stasi war, das haben wir wohl gleich gespürt. Nicht? Also das war ein Mensch. Ne? Peter Herrmann durfte in den Westen. Andere Ostbürger wurden zwar freigekauft, mussten aber in der DDR zurückbleiben. Die DDR drängt auf absolutes Stillschweigen über den Handel mit dem Klassenfeind. Trotzdem gelangen Informationen an die Westpresse. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, weil Vogel vehement kam, wie die ersten Veröffentlichungen zu lesen waren. Und immer sofort drohte, alles bricht zusammen und es war also sehr dramatisch. Ich habe mich damals mit den meisten Chefredakteuren zusammengesetzt und habe denen offen und ehrlich erzählt, was wirklich ist. Es sind tatsächlich für lange Zeit die letzten Artikel, die über die Freikaufaktion erscheinen. Während Wolfgang Vogel als Verhandlungsführer und Mittler aufsteigt, kommt es privat immer häufiger zu Problemen. Der Anwalt arbeitet so viel, dass er für seine Frau und Kinder nur wenig Zeit hat. Die Vogels lassen sich scheiden. Mama, wir müssen los. Lilo wartet unten. Hast du alles? Als der Sohn Manfred zur Nationalen Volksarmee eingezogen werden soll, drängt Wolfgang Vogel seine Familie zur Ausreise in den Westen. Er befürchtet, dass sein Sohn an der Grenze eingesetzt wird und womöglich schießen muss. Ihn quälte der Gedanke mehr als mich selbst. Und er war natürlich weitblickend. Du stehst am Anfang deines Lebens, du musst studieren, aus dir muss was werden. Und ich glaube, dass du hier im Osten anecken würdest. Du kommst da nicht zurecht, du nimmst kein Blatt vor den Mund und du wirst hier nicht glücklich werden. Mithilfe seiner guten Kontakte zur Stasi organisiert Vogel die Ausreise seiner Familie. Mama, komm. Alles Gute dir, Wolfgang. Euch auch. Offiziell heißt es, Eva sei mit der Tochter nach Leipzig gezogen, Manfred zum Studieren nach Moskau. Ein mehr als ungewöhnlicher Vorgang. Später werden ihn seine Kinder sogar regelmäßig besuchen können. Für Wolfgang Vogel selbst kommt die Ausreise nicht in Frage. Er war im Osten präsent Instanz, er hatte sich dort Verdienste erworben, einen Ruhm erworben. Und nur im Osten konnte er interessant sein und wirken, zum Wohle beider Seiten. Er konnte es doch im Westen gar nicht so gut haben und so wichtig sein wie dort in der DDR. Er hatte eine Position, die überhaupt nicht zu überbieten war. Alle möglichen hohen Politiker kamen zu ihm und wollten was von ihm. Alle möglichen Leute wandten sich ja ihnen mit der Bitte um Hilfe. Warum sollte er davon weggehen? Nicht? Die Bindung nach Bonn wird noch enger, als der SPD-Politiker Herbert Wehner im Dezember 1966 gesamtdeutscher Minister wird. Schon bald sucht Wehner den persönlichen Kontakt zu Wolfgang Vogel. Von da an treffen sie sich regelmäßig. Die Stasi ist über die meisten Treffen mit Wehner informiert. Heinz Volpert fertigt nach Vogels Angaben Protokolle an.
Für die Westpolitiker ist die Mitwirkung der Stasi beim Häftlingsfreikauf ein offenes Geheimnis. Diese Durchführung lag selbstverständlich in der Hand des Staatssicherheitsdienstes, nicht? Und gerade auch bei einer Diktatur ist ja völlig unvorstellbar, dass Herr Vogel nun selber entscheidet, welcher Häftling freigelassen wird oder nicht, nicht? Das ist doch völlig klar. Also sein Verhandlungsspielraum war nicht groß. Für uns und für mich wichtig damals war zu wissen, dass er wusste, wie groß sein Verhandlungsspielraum war. Das heißt, wenn er was zusagte, konnte ich davon ausgehen, dass seine Hintersassen, seine Leute ihm das erlaubt haben. In der MFS-Zentrale in Ost-Berlin wird nicht nur bestimmt, wer ausreisen darf. Stasi-Oberst Volpert arbeitet in Sachen Devisenbeschaffung eng mit Alexander Schalk-Golutkowski zusammen. Der Chef der kommerziellen Koordinierung versilbert die Warenlieferungen auf dem Weltmarkt und schreibt sie den Koko-Konten gut. Häftlinge als lukrative Einnahme. Ich erdreistete mich eben gelegentlich so aus jugendlicher Frische und Unbekümmertheit, ihm zu sagen, hör mal, du linderst ja das Los der politisch Inhaftierten keineswegs, nur für den Augenblick. Aber in dem Moment, in dem du, was weiß ich, 100 in den Westen schaffst, wachsen gleich 150 neue nach. Und das ist ja sozusagen, die Einnahmen sind ja im Staatshaushalt der DDR schon längst programmiert. Also die müssen sich an ihre Planvorgaben halten. Die müssen so und so viel gefangen nehmen, um die Einnahmen auch sicherzustellen. Ja, das wollte er nicht, das wollte er natürlich nicht hören. Aber er sagte mir dann, naja, so kannst du nur reden. Stell dir mal vor, du säßest jetzt im Knast. Würdest du dann dich nicht auch freuen, wenn du plötzlich freigekauft werden würdest? Naja, das war ein Argument, dem ich mich nicht verschließen konnte. Auch Wolfgang Vogel verdient gut. Von der Bundesregierung erhält er für sich und seinen Stab eine Jahrespauschale, ab 1983 360.000 D-Mark. Die DDR zahlt 100.000 Ost- und 50.000 Westmark. Dazu kommen die Honorare von seinen Privatmandanten. Sein Erfolg spricht sich rum. Immer mehr Menschen wollen seine Hilfe. Wartezimmer draußen, es ist randvoll. Sie haben keine freien Termine bis Anfang Januar. Also gut, dann quetschen Sie ihn Dienstag ein. Frau Fritsch? Im November 1968 besucht eine junge Westdeutsche den Anwalt in seiner Kanzlei. Helga Fritsch will ihren Freund frei bekommen, der in der DDR im Gefängnis sitzt. Dem Schwimmtrainer wird vorgeworfen, er habe einem Ostschwimmstar Fluchttipps gegeben. Wolfgang Vogel will sich des Falles annehmen. Doch nicht nur das Schicksal des Essener Schwimmtrainers hat es ihm angetan. Ach, er ist ja Ihr Verlobter. Er ist nicht mein Verlobter. Ich weiß nicht, Frau Fritsch. Es ist nur für die Akten, verleiht dem Ganzen etwas mehr Nachdruck. Ich habe dann bessere Chancen, ihn frei zu bekommen. Vogel bekommt den Trainer tatsächlich frei. Helga Fritsch aber ist so von dem Anwalt beeindruckt, dass sie für ihn sogar in den Osten ziehen will. Er hatte doch alles, er konnte alles, er durfte alles, ja. Das kann für Sie eigentlich nicht so sehr schwer gewesen sein. Ich nehme an, Ihre Familie hat es ihr schwer gemacht. Ja, du kannst doch nicht in den DDR gehen. Sie selbst, wo sie gesehen hat, was da los war, die hatte, glaube ich, keine großen Hemmungen. Und sie hat sich dafür entschieden. Aber die Stasi war unheimlich misstrauisch. Also sie musste ja erstens auch die ganz normale Aufnahmeprozedur durchlaufen in einem Aufnahmeheim in Ost-Berlin. Und sie durfte 4 Jahre lang nicht in die Bundesrepublik ausreisen. Aber die Stasi hatte schon den Verdacht gehabt, da wird ihr vielleicht, oder wird dem Wolfgang Vogel von einem westlichen Geheimdienst eine Laus in den Pelz gesetzt. Doch Helga besteht die Stasi-Prüfung. Die beiden heiraten. Helga wird zu Wolfgang Vogels persönlicher Assistentin und begleitet ihn auf zahlreichen Reisen. Auf Westluxus muss sie nicht verzichten. Zusammen beziehen sie ein Haus am See im Süden von Berlin, das bis heute fast unverändert geblieben ist. Es wird nicht nur Zufluchtsort des vermögenden Ehepaars, die Vogels empfangen in gediegener Atmosphäre auch gerne Gäste aus Ost und West.
Hier verwoben sich Dienstliches und Privates. Es waren Leute der Zeit hier. Schalk Golodkowski war hier mit seiner Frau und die österreichischen und die schwedischen Botschafter und Journalisten und Lothar Löwe und Bankleute. Und es war Kontaktpflege, Freundschaftspflege. Und dadurch wurde natürlich auch der dienstliche Umgang erträglicher gestaltet. Man kannte sich. Ein Leitspruch Wolfgang Vogels ist, nirgendwo steht, dass man im Sozialismus nicht reich sein darf. Dem Konsum gegenüber sehr aufgeschlossen fährt er gerne große Westautos. Nicht nur der Bequemlichkeit wegen. Ich sage, wohl ist das nicht ein bisschen heikel, dass Sie mit diesem dicken West-Mercedes da durch Ost-Berlin kutschen? Und das erzeugt doch Eifersucht und so. Nö, sagt er, im Gegenteil, ich muss das haben. Ich muss so einen dicken Wagen fahren, einen westlichen Wagen, als Zeichen der Bedeutung. Nicht? Ich bin mal mit ihm gefahren, noch über die Autobahn im Osten. Der war ja die Geschwindigkeitsbegrenzung. Der fuhr natürlich schneller. Und ich sah wohl, wenn jetzt, sie werden gestoppt, sagt, dann gucken Sie doch mal in das Handschuhfach. Da habe ich da reingeguckt, da lag ein Zettel, freie Durchfahrt, Ministerrat der Deutschen Demokratie. Das heißt, der konnte so schnell fahren, wie er wollte. Nicht? Das war Diktatur, nicht? Das ist eben. Vogels Einfluss wird größer, als Erich Honecker 1971 erster Sekretär der SED wird. Der Häftlingsfreikauf wird zur absoluten Chefsache. Auch Vogels guter Kontakt zu Wehner macht ihn für Honecker interessant. Wehner kennt dieser nämlich noch aus gemeinsamen KPD-Zeiten. Ein Jahr später wird dieser spezielle Kontakt auf die Probe gestellt. Im Rahmen des Grundlagenvertrages kommt es zwischen beiden deutschen Staaten zu Missstimmungen. Die Ausreise bereits auf der Liste befindlicher Häftlinge wird auf unbestimmte Zeit gestoppt. Wehner reist kurz darauf in die DDR. Wolfgang Vogel fädelt ein Treffen zwischen ihm und Honecker ein. Der Freikauf kann wieder starten. Nach dem Besuch hat Erich Honecker Wolfgang Vogel zu seinem persönlichen Beauftragten gemacht für die gesamten innerdeutschen Beziehungen. Er war sozusagen der Emissär Honeckers nach Bonn. Und Bonn hat diesen Ball aufgenommen. Also Herbert Wehner und dann der Bundeskanzler Schmidt, der Wolfgang Vogel den Briefträger nannte. Der Vermittler aus dem Osten steht auch bei Westpolitikern hoch im Kurs. Wehner hat das bestätigt. Das ist ein anständiger Kerl, zuverlässiger Mensch. Und für mich ist er als zuverlässiger Mensch dann in Erscheinung getreten. Das Menschliche war das Entscheidende. Schmidt pflegt auch nach seiner Regierungszeit engen Kontakt mit Vogel. Es ist ein Kunststück gewesen, dass Wolfgang Vogel über viele Jahre aufrechterhalten hat. In Wirklichkeit eine Kette von Kunststücken, sowohl das Vertrauen der Westdeutschen zu gewinnen, als auch das Vertrauen der Kommunisten nicht zu verlieren. Ein Geheimnis seines Erfolges? 1983 verleiht ihm Erich Honecker den Stern der Völkerfreundschaft. Doch seine Anpassungsfähigkeit wird ihm auch vorgeworfen. Er sei ein Advocatus Diaboli, ein Anwalt des Teufels. Man kann auch mit dem Diabolus, also dem Teufel, ganz gut essen gehen, wenn man nur dabei nicht selbst zum Teufel wird. Und das war also ein Wahlspruch von ihm, an den er sich hielt. In den 70er Jahren spricht sich das geheime Geschäft mit den Häftlingen auch in den Gefängnissen herum. Im damaligen Karl-Marx-Stadt befindet sich im Stadtteil Kassberg das größte Stasi-Gefängnis und die zentrale Sammelstelle für Freikaufkandidaten. Alle 14 Tage geht es von hier in den Westen. Der spezielle Truck der Auserwählten wird von den Gefangenen Vogelkäfig genannt. Hier landen auch viele, die vergeblich versucht haben, die DDR auf illegalem Wege zu verlassen. So wie Katharina Mäge, die 1976 zusammen mit ihrem Freund in Dresden verhaftet wurde.
Kurz nach ihrer Verhaftung stellt sie den Ausreiseantrag. Ihre Hoffnung auf Freiheit heißt Wolfgang Vogel. Bereits als ich in Untersuchungshaft kam, war mir Rechtsanwalt Vogel als Name bekannt und dass er derjenige ist, der Leuten hilft, die bei der Staatssicherheit inhaftiert sind, wie zum Beispiel auch politischen Häftlingen, die wegen missglückter Flucht in Gefangenschaft geraten sind. Ihr Gesuch bei Wolfgang Vogel hat Erfolg. 1977 wird auch Katharina Mäge freigekauft. Im Innenhof des Kassberger Gefängnisses wartet der Bus, der sie und andere Häftlinge in den Westen bringen soll. Ihr letzter Kontakt mit Mitarbeitern der Staatssicherheit. Wie schon in all den Jahren zuvor begleitet Wolfgang Vogel auch ihren Transport persönlich. Guten Tag. Tag. Das war ja vorher eine imaginäre Gestalt, die einfach nur einen Namen hatte. Dann sah ich ihn da und wäre natürlich auch am liebsten zu ihm hingegangen, hätte ihm die Hand geschüttelt, ihm Dankesworte gesagt. Es wäre natürlich mir lieber, er hätte sich nicht verbrüdert mit den Leuten, die ich eigentlich meiden wollte, vor denen ich eben weg wollte aus diesem Land, die die Diktatur gefördert und gestützt haben. Aber er war die Person, die dafür bestimmt war und diese Aufgabe zu erfüllen hatte. Meine Damen, meine Herren, Sie haben eine lange Reise hinter sich. Noch eine lange Reise vor sich. Ich möchte Sie inständig bitten, über diese Aktion zu schweigen. Verraten Sie bitte weder Fernsehen noch Presse, wie Sie in den Westen gekommen sind. Wir wollen noch mehr Menschen den Weg in die Freiheit eröffnen. Und das wollen Sie doch nicht gefährden. Irgendwann rollte der Bus wirklich an. Die großen Tore öffneten sich. Der Busfahrer vorne steckte eine Kassette in den Schacht und es erklang Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Das war das schönste Kino die ganze Fahrt über. Da habe ich richtig genossen. Bis 1990 werden 33.755 Häftlinge freigekauft und 250.000 Familien zusammengeführt. Dafür bezahlt die Bundesrepublik mehr als 3,4 Milliarden Mark. Wolfgang Vogel bleibt dabei bis zuletzt aktiv. Er erntet viel Dank von den Freigekauften, aber auch viel Kritik. Die ersehnte offizielle Anerkennung des Westens bleibt ihm verwehrt. Er stirbt 2008. Der Fall der Mauer. Für Wolfgang Vogel bedeutet er auch den Zusammenbruch seines Geschäftsmodells. Vermittler wie er, sie wurden nicht mehr gebraucht. Man darf wohl sagen, Gott sei Dank. Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Geschichte Mitteldeutschlands. Und nächsten Sonntag Gerd Fröbe, der Hollywoodstar aus Zwickau. Und danach August der Starke. Zwei Leben, zwei Schicksale, ein Abend. Geschichte Mitteldeutschlands.